Lichtstrich Fotografie. In dem Tutorial möchte ich euch zeigen, wie ihr mit eurer ganz normalen Digitalkamera Lichtstriche von Autolichtern machen könnt. Ihr benötigt lediglich eine Digitalkamera. Ich zeige euch das mit einer Bridge-Kamera, das ist die Nikon Coolpix 120. Das gleiche könnt ihr aber auch mit einer ganz normalen Kompaktkamera machen, die sieht dann so aus. Zunächst startet ihr die Kamera. So, jetzt gibt es bei euch wahrscheinlich auf der Kamera, das weiß ich nicht genau, auch so einen Szene-Knopf. Wo sieht man es besser? Einen Szene-Knopf. Da kann man eben auswählen, ob die Kamera automatisch in Automatik fotografiert oder in der Einfachautomatik. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, Motive zu wählen. Da gibt es zum Beispiel Motive wie Porträt, Landschaft, Nachtporträt, Dämmerung oder Sonnenuntergang. Das habt ihr sicher alle. Müsst ihr die Motivauswahl aufrufen. Und der Trick dabei ist, ihr geht auf den Feuerwerksmodus. Drückt OK. Das sehen wir hier oben schon. Wir sind im Feuerwerksmodus. Okay, das ist eigentlich alles, was ihr wissen müsst. Ihr müsst jetzt nur noch das Foto machen vom vorbeifahrenden Auto und dann habt ihr schon euer Lichtstrichfoto und das sieht dann etwa so aus. So, hier sieht man es besser. Genau, was ich noch sagen muss dazu, ihr habt eine Auslösezeit von 4 Sekunden. Das heißt, die Kamera belichtet 4 Sekunden lang. Das heißt wiederum, das geht 4 Sekunden, bis das Foto gemacht ist, weil die Kamera macht mehrere Fotos nacheinander und setzt sich später zusammen. Und deswegen geht es eben 4 Sekunden dann. Schaut, dass ihr die Kamera ruhig haltet und ansonsten viel Spaß beim Fotografieren.